Meine Damen und Herren, wir beginnen mit unserer Fernsehübertragung vom Gelände der Vereinigten Flugbootwerften in Friedrichshafen am Bodensee. Die Stätte, an welcher vor mehr als einem halben Jahrhundert die ersten Riesenflugboote entstanden, wird auch heute wieder zum Ort eines wahrhaft welthistorischen Ereignisses. Denn, meine Damen und Herren, wenn in knapp einer Stunde von unserer Werft das erste bemannte Weltraumschiff zum Mond startet, dann ist damit das jüngste Kapitel eines gigantischen Kampfes technischer Wissenschaften zu einem vielverheißenden Abschluss gelangt. Ein jahrtausendealter Traum der Menschheit ist damit verwirklicht. Die Fesseln der Erde sind gesprengt. Verzeihung, ist denn das nicht schon längst geschehen? Die Flugschiffe Ihrer Werft fliegen doch schon seit Jahrzehnten mit einer geradezu fantastischen Verkehrssicherheit kreuz und quer um unseren Planeten. Jawohl, aber fliegen heißt noch lange nicht, sich von der Erde loszulösen. Fliegen ist nichts anderes als ein Schwimmen in der Lufthülle unseres Heimatplaneten. Die Lufthülle der Erde ist aber ein sehr bescheidenes Ding. Bis zu 20 Kilometer Höhe ist sie gerade dicht genug, um unsere modernen Höhenflugzeuge zu tragen. Bis zu 800 Kilometer Höhe etwa reichen ihre letzten Spuren. Bis zum Mond aber sind es an die 4x100.000 Kilometer absolut luftleeren Raumes. Ein unüberwindliches Hindernis für alle unsere bisherigen Flugmittel. Um diesen Raum zu überwinden, gibt es nur eines. Man muss ein Raumschiff so kräftig von der Erde wegschleudern, dass es bis zum Monde fliegt. Naja, das klingt zwar sehr seltsam, aber unsere Physiker haben sich damit höchst ernsthaft befasst und errechnet, dass, um auf diese Weise den Mond zu erreichen, eine Abschleudergeschwindigkeit von etwa 11.200 Metern pro Sekunde notwendig ist. Können Menschen diese fürchterliche Geschwindigkeit überhaupt ertragen? Ja, warum denn nicht? Wir alle fliegen auf unserer Erde mit einer Geschwindigkeit von nahezu 30 Kilometern in der Sekunde um die Sonne und fühlen uns doch ganz wohl dabei. Und wie wird diese fantastische Geschwindigkeit des Weltraumschiffs erzeugt? Durch einen Schuss. Wollen Sie vielleicht das Raumschiff aus einer Kanone schießen? Nein. Denn die urplötzliche Wucht eines Kanonenschusses würde die mitfliegenden Menschen selbstverständlich zu Brei zermalmen. Und das mit seiner vollen Geschwindigkeit, die Erdatmosphäre durchstoßende Geschoss, wäre einer solch fürchterlichen Luftreibung ausgesetzt, dass es wie ein Meteor aufglühen und zerstäuben würde. Der Schuss ins Weltall muss ganz anders ausfallen. Er muss mit einer für Menschen erträglichen Beschleunigung beginnen und darf seine höchste Geschwindigkeit erst dann erreichen, wenn das Weltraumschiff schon außerhalb der Erdatmosphäre ist. Das neue Mittel, das diesen verzögerten Abschuss aber ermöglicht, das ist die uralte Rakete. In eine Hülse, die meist aus Pappe besteht und am vorderen Ende verschlossen ist, ist eine Pulverladung eingestampft. Das ist alles. Wird das Pulver nun am offenen Ende der Rakete entzündet, so treibt der Rückstoß der explosiv verpuffenden Pulvergase die ganze Rakete mit stetig steigender Geschwindigkeit vorwärts. Und da dieser Rückstoß im leeren Weltraum genauso gut funktioniert wie in der Lufthülle der Erde, so ist die Rakete der Motor für ein Weltraumschiff. Bereits in den Jahren nach dem Weltkrieg wurden die Möglichkeiten des Raketenmotors als Antrieb für ein Weltraumschiff systematisch erforscht. Es waren vor allem zwei Deutsche, Max Ballier und Fritz von Opel, die diesen Motor zunächst im Raketenwagen erprobten. Getrieben vom fürchterlichen Rückstoß der Raketenexplosionen wurden Geschwindigkeiten von mehreren hundert Stundenkilometern erzielt. Ein Flugzeug wurde mit Raketenantrieb versehen. Und alle diese Versuche sollten die Verwendbarkeit der Rakete als Antriebsmittel beweisen. Aber die Hoffnung, dass die Weltraumrakete erfunden sei, waren voreilige Phantasterei. Die Kraft der Pulverraketen erwies sich als viel zu schwach, um die erforderliche Geschwindigkeit zu erreichen. Was mit Pulver nicht möglich war, das sollte mit den energiereicheren, flüssigen Brennstoffen ermöglicht werden. Die Knallgasrakete wurde erprobt. Max Ballier, der fanatische Vorkämpfer der Weltraumfahrt, fand dabei im Jahre 1931 den Tod. Aber schon warfen sich neue Forscher auf das Problem der Weltraumfahrt.
In zähem Ringen und unermüdlichen Versuchen wurde nach dem Energiestoff geforscht, der das Unmögliche ermöglichen sollte. Heute, an dem denkwürdigen 13. Juni 1963, ist dieses Ziel erreicht. Der gigantische Kampf gegen die Grenzen der Technik soll durch die Tat gekrönt werden. Commodore Hahn, der geniale Konstrukteur und der Bauer des Weltraumschiffes 1, der Entdecker des rasantesten aller Energiestoffe, des Neotanix, geht in Begleitung der Männer, die mit ihm das Wagnis des Sprunges in das Nichts teilen werden, zur Raumschiffhalle. Das bedeutet, meine Damen und Herren, in wenigen Minuten wird sich Weltraumschiff 1 uns zeigen. Weltraumschiff 1 ist die Krone des Leichtmetallbaus. 130 Meter lang ist der Koloss. Sein Durchmesser beträgt 35 Meter. Und doch wiegt das leere Schiff nur 200 Tonnen. Fast sein gesamter Innenraum wird von den Tanks, die mit 4000 Tonnen Neotan X gefüllt sind, eingenommen. Die Energie, die in diesen ungeheuren Mengen Treibstoff steckt, würde genügen, eine Weltstadt in Schutt und Trümmer zu legen. Dieser Betriebsstoff wird vergast, komprimiert, dem Raketenofen zugeführt und dort entzündet. Die mit unfassbarer Geschwindigkeit durch die Düsen verpuffenden Gase werden dann das Schiff in den Weltraum schleudern. Da aber die Brennstoffzufuhr genau reguliert werden kann und in den Düsenstrom Steuerorgane eingebaut sind, kann das Schiff auch im leeren Weltraum gesteuert werden, wie ein Flugzeug in der Erdenluft. In der Spitze des Schiffes ist der Führerraum. Das Gehirn des Weltraumschiffes. Von dort aus dirigiert Commodore Hart den riesigen Koloss. Daneben befinden sich die Maschinenräume und die Kammern, in denen Wissenschaftler während des Fluges zum Mond ihre Beobachtungen machen werden. Wie ein gewaltiges Überflugzeug sieht Weltraumschiff 1 aus. Die Tragflächenstummel und die Stabilisationsflächen, die im luftleeren Weltraum selbstverständlich sinnlos sind, dienen dem Start und der Landung in der Atmosphäre der Erde. Und wie ein gewaltiges Flugzeug wird Weltraumschiff 1 auch starten. Getrieben vom Rückstoß der Raketen wird das Raumschiff auf seinem Startwagen über die Startbahn rollen. Über Damm- und Brückenkonstruktionen, die nahe Hügelkette ersteigen, über den 180 Meter hohen Viadukt rasen, der eine Talsenke überspannt, das Ende dieser 2 Kilometer langen Sprungschanze in den Himmel erreichen, sich wie ein Riesenflugzeug im 800 Kilometer Tempo vom Startwagen lösen und die Erdatmosphäre durchstoßen. Meine Damen und Herren, ich werde Ihnen nun Gelegenheit geben, sich durch Bildfunk direkt mit Herrn Commodore Hart im Weltraumschiff in Verbindung zu setzen. Bitte. Hallo, Führerraum von Weltraumschiff 1. Bitte. Herr Commodore, wollen Sie bitte den Vertretern der Weltpresse einige Aufklärungen über den Start geben? Tja, der Start wird nach menschlichem Ermessen das Schwierigste am ganzen Flug zum Mond werden. Denn die Geschwindigkeit von fast 12.000 Metern in der Sekunde oder fast 43.000 Kilometern in der Stunde muss innerhalb von 8 Minuten erreicht werden. Der dabei auftretende Beschleunigungsdruck grenzt aber schon an das Äußerste, was Menschen überhaupt zu ertragen vermögen. Das ist eigentlich alles. Hat einer der Herren noch eine Anfrage? Ich muss mich sehr kurz fassen, das Schiff startet in 5 Minuten. Ja, bitte, Herr Commodore. Warum erfolgt denn der Start nicht mit einer für den menschlichen Organismus erträglicheren Beschleunigung? Weil dann die Abschusszeit über 8 Minuten ausgedehnt und der Treibstoffverbrauch dadurch so gewaltig steigen würde, dass ein 3-mal so großer Schiff nicht ausreichte, um das notwendige Neotan X zu fassen. Aber was geschieht, wenn die gesamte Besatzung und auch Sie, Herr Commodore, unter dem furchtbaren Andruck des Startes die Besinnung verlieren? Dann würde das Schiff seine Geschwindigkeit so lange steigern, bis alle seine Brennstoffvorräte erschöpft sind. Und wie kämen Sie dann wieder zur Erde zurück? Nicht mehr.
Warum werden dann aber die Raketen nicht durch Automaten bedient, die nach Erreichung der erforderlichen Geschwindigkeit die Brennstoffzufuhr drosseln? Weil gerade bei diesem ersten Start ins Weltall auch Zwischenfälle eintreten können, die kein Mensch voraussehen kann. Und dafür gibt es leider noch keine Automaten. Wird Weltraumschiff 1 in ständiger Funkverbindung mit der Erde bleiben? Nein, während des Starts wird das überhaupt unmöglich sein. Und da selbst die kürzesten Kurzwellen die Erdatmosphäre nicht verlassen können, so werden wir auch auf dem Flug zum Mond ohne Verbindung mit der Werft bleiben. Erst nach Rückkehr in die Erdatmosphäre wird sich eine Funkverbindung herstellen lassen. Warum, Herr Kommodore, nehmen Sie überhaupt das große Wagnis dieser Fahrt auf sich? Es ist ja schließlich ganz gleichgültig, ob ich oder ob in kurzer Zeit ein anderer dieses Wagnis auf sich nimmt. Noch eine Anfrage? Verzeihung, Herr Kommodore. Ich sehe, dass die Richtung der Startbahn und somit die Flugrichtung des Weltraumschiffes nach Osten weist. Der Mond, das Ziel des Weltraumschiffes, steht aber doch im Süden. Sehr richtig. Wenn aber das Weltraumschiff in seiner Flugbahn etwa 400.000 Kilometer zurückgelegt haben wird, so wird auch der Mond infolge seiner Rotation um die Erde an diesem Punkt angelangt sein. Das ist also genauso, wie wenn ein Jäger einem laufenden Hasen vorzielt. Ja, man kann es auch so nennen. Meine Herren, ich muss mich jetzt abschalten. Das Schiff startet in 3,5 Minuten. Gute Fahrt, mein Mond! Meine Damen und Herren, der Augenblick, auf den die ganze Welt wartet, ist gekommen. Wir wissen nicht, wie den Männern im Raumschiff zumute ist. Wir können... Da! Raketen abgezündet! Warte der Vereinigten Flugbootwerften. Der riesige Flammenschweif ist das einzige, was wir von dem Raumschiff noch sehen. Seine Geschwindigkeit ist ungeheuer und steigert sich von Sekunde zu Sekunde noch weiter. 7 Minuten und 53 Sekunden dauert nun bereits diese infernalische Geschwindigkeitssteigerung. Da! Die Raketen verlöschen! Das Raumschiff hat jetzt die Geschwindigkeit von 11.200 Metern pro Sekunde erreicht und fliegt nun wie ein geschleuderter Stein in gewaltiger Wurfbahn ins Weltall hinaus. Achtung, Achtung! Hier meldet sich die Universitätssternwarte Berlin-Babelsberg. Unser großes Spiegelteleskop ist auf die Flugbahn des Weltraumschiffes gerichtet. 4 Stunden und 43 Minuten sind seit dem Start verflossen. Diese ganze Zeit über war das Schiff für uns unsichtbar. Denn noch liegt es in den Schatten, den unsere Erde in den Weltraum hinauswirft. Aber nun wird es diese Schattenzone verlassen. Und für das Raumschiff wird die Sonne aufgehen. Hier meldet sich das Observatorium auf dem Mount Wilson, Kalifornien.
55 Stunden sind seit dem Start des Weltraumschiffes vergangen. In dem zweitgrößten Spiegelteleskop der Vereinigten Staaten von Amerika ist das Schiff als winziges Lichtfünkchen eben noch erkennbar. Seine Bahn entspricht hartschaften Berechnungen. Seine Geschwindigkeit ist jedoch wesentlich geringer geworden. Aber immer noch rast es mit einer Schnelligkeit von 3000 Metern pro Sekunde von der Erde, die hinter ihm zu einer kleinen Scheibe zusammengeholfen ist, seine strahlende Lichtdichte zeigt, zum Mond, die stetig in seine Flugbahn hineindreht. Hallo, hier meldet sich der Beobachter am größten Spiegelteleskop der Vereinigten Staaten. Für das 5-Meter-Objektiv des Observatoriums auf dem Mount Palomar ist Weltraumschiff 1 eben noch sichtbar. 78 Stunden dauert nun schon sein Flug durch den Weltraum. 354.000 Kilometer ist es jetzt von der Erde entfernt. Wie ein nach oben geschleuderter Stein unter dem Einfluss der Erdanziehung immer langsamer steigt, so ist auch die Geschwindigkeit des Schiffes immer langsamer geworden. Und wie ein nach oben geschleuderter Stein schließlich zum Stillstand kommt und zurückfällt, so würde auch Weltraumschiff 1 unweigerlich wieder zur Erde zurückfallen, wenn es nicht in diesen Augenblicken jene Zone erreicht hätte, in welcher Anziehungskraft des Mondes bereits stärker ist als diejenige der Erde. Deshalb wird nun das Schiff mit wieder stetig wachsender Geschwindigkeit dem Mond entgegenstürzen. Für unser Teleskop wird jetzt das Schiff unsichtbar. Wir rufen das Observatorium auf dem Mount Kilimanjaro. Achtung, Achtung! Es meldet sich das Observatorium auf dem Kilimanjaro in Deutsch-Ostafrika. In der deutschen Kolonialfluglinie sind wir von Friedrichshafen am Bodensee auf den Gipfel des 6000 Meter hohen Kilimanjaro geflogen. Unter dem überwältigend klaren Himmel Deutsch-Ostafrikas kann das gigantische Instrument dieses Observatoriums seine ungeheure Leistungsfähigkeit voll erweisen. Möglich, mit Hilfe dieses riesigen Auges den Flug des Raumschiffes restlos zu verfolgen. Nach 86 Stunden Flugzeit ist Weltraumschiff 1 nur noch 5000 Kilometer von der Oberfläche des Mondes entfernt. Ein rasender Stuck auf die wild zerrissene, luft- und wasserlose Mondfüße zieht haargenau auf das Ringgebirge des Radius eines ungeheuren Kraterhalls von mehreren hundert Kilometern Durchmesser. Es scheint, als ob Kommodore Haas seiner Tollkühnheit die Krone aufsetzen und diesen rasenden Stuck erst in letzter Sekunde in eine kreisrunde Flugspannungsmondkugel überleiten will. Wird ihm das gelingen? Das tollkühne Unternehmen ist gelungen. Weltraumschiff 1 umfliegt in 1200 Kilometer Höhe die Mondwüste. Jetzt arbeiten wohl die automatischen Filmapparate, um ein überwältigendes wissenschaftliches Material einzuheimsen. Ein Material, das unsere Kenntnis von der wahren Natur der Gestirne gewaltig erweitern wird. Ist es auch das erste Mal, dass Menschen einen fremden Himmelskörper, eine Schwesterwelt der Erde, aus unmittelbarster Nähe schauen? In wenigen Minuten wird das Schiff für uns hinter dem Mond verschwinden. Das bedeutet, für Weltraumschiff 1 und seine tapfere Besatzung wird die Erde hinter den Mondbergen runtergehen. Und diese Männer werden das sehen, was noch keines Menschen auf die See gesehen hat, nämlich die von der Erde ewig abgewandte Rückseite des Mondes. Achtung! Hier spricht die Sternwarte auf dem Kilimanjaro. Nach 4 Stunden 43 Minuten Flugzeit hat Weltraumschiff 1 die Rückseite des Mondes umfahren. Und nun wird für das Schiff die Erde wieder hinter den Mondbergen aufgehen. Die Düsen des Weltraumschiffes flammen wieder auf. Es schießt sich mittels eines urgewaltigen Motors aus dem Anziehungsbereich des Mondes. Der Rückflug zur Erde hat begonnen. Achtung, Achtung! Der
Präsident der Vereinigten Staaten protestiert in einer Botschaft an die Welt gegen den Vorstoß ins Weltall. Reuterbüro meldet, Deutschland holt Hilfsgruppen auf den Mond. Allah, Agentur gibt's bekannt. Deutschland will den Mars annektieren. Achtung, Achtung! Nach seinem mit einer geradezu fantastischen Präzision durchgeführten Vorstoß in den Weltraum ist Weltraumschiff 1 nach 7 Tagen und 16 Stunden wieder zur Erde zurückgekehrt. In 1000 Kilometer Höhe über dem Erdboden ist es tangential in die höchsten und dünnsten Schichten der Erdatmosphäre eingedrungen. Eine ungeheure Fallgeschwindigkeit wird durch die Reibung in der Erdenluft langsam, aber sicher abgebremst. Achtmal noch hätte es den Erdballon fliegen müssen, bis seine Geschwindigkeit so weit gesunken ist, dass es zur Landung ansetzen kann. Meine Herren, die Funkverbindung mit Weltraumschiff 1 ist auf. Trotzdem, meine Herren, möchte ich im Namen der Internationalen Liga für Raumschifffahrt stelle ich den Antrag, dem Raumschiff folgenden Funkspruch entgegenzuschicken. Die Erde grüßt die Eroberer des Weltalls und wird ihnen einen Empfang bereiten, der ihrer würdig ist. Es genügt uns, dass wir die Erde wiedersehen.